Also Guido Reil, 100% sozial, ohne Mitglied sein zu müssen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Es geht, meine Damen und Herren. Danke, Guido. Ja, wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt zu Martin Renner. Ich darf das sagen, 63 Jahre alt. Er ist aufgewachsen in Reutlingen, wo er Betriebswirtschaftslehre studierte und dann Marketingdirektor war in einem Frankfurter Pharmaunternehmen. Jetzt lebt er in Hahn, wo er eine Marketing- und Kommunikationsagentur hat. Aufgrund der alternativlosen Rettungsschirmpolitik Angela Merkels ist er damals in Bernd Lucke's Wahlalternative 2013 eingetreten, dessen NRW-Landesbeauftragter er war. Und als dann aus der Wahlalternative 2013 die Alternative für Deutschland wurde, organisierte er den ersten Landesparteitag hier in Nordrhein-Westfalen. Er entwarf das Logo, er wurde stellvertretender Sprecher. Heute ist er Sprecher, einer von zwei Sprechern des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Und er ist unser Spitzenkandidat der Landesliste für die Bundestagswahl. Begrüßen wir recht herzlich Martin Renner. Ich sage immer grüß Gott, weil damit bekunde ich nämlich schon meinen Migrationshintergrund. Ich komme nämlich aus dem Süden von Deutschland, lebe jetzt seit 30 Jahren hier in der Diaspora in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich grüß Gott sage, dann merken die Leute, aha, der hat also auch einen Migrationshintergrund, der kommt aus Schwaben. Bedanke mich für die netten einleitenden Worte und ich muss Ihnen sagen, mir macht das hier richtig Spaß. Das ist ja eine schöne Halle. Die Zuschauer, Zuhörer gehen mit bei den Veranstaltungen oder bei den Vorträgen. Mir hat auch gefallen, wie die einzelnen Leute sich vorstellen. Deshalb werde ich ein bisschen umschwenken und werde auch ein bisschen erstmal aus meinem Leben zu erzählen. Ich bin nämlich ein Kind einer Vier-Kinder-Familie. Der zweite Sohn, das ist wichtig, weil mein Vater und die Familie meines Vaters kommt aus Ungarn, sind geflohen, nachdem dann 1945 der Krieg zu Ende war und die kommunistische Diktatur dann in Ungarn Raum gegriffen hat, dann mussten sie natürlich abhauen. Der zweite Sohn in meiner Familie wurde eigentlich immer katholischer Priester. Dieses Schicksal war mir auch zugesprochen, bis ich dann so mit 17 ungefähr gemerkt habe, dass mich vielleicht der Eros zu stark interessiert, dass das vielleicht nicht so ganz mein Ding ist. Auch die Demut, die natürlich zu einem solchen Berufsbild gehört, war auch nicht so unbedingt mein Ding. Ich bin allerdings doch bis 20 Jahre immer mit jesuitischen Priestern unterwegs gewesen, weil ich in meiner ganzen Kindheit mich immer interessiert habe für Theologie, für politische Wissenschaften, für Philosophie und solche Sachen, was eigentlich normalerweise nicht unbedingt so das Interesse von Jugendlichen weckt. Aber mir hat das immer Spaß gemacht und dann hatte ich mich irgendwann während des Militärdienstes, Wehrpflicht, wollte ich dann Publizistik, Journalistik machen, bis mir dann ein väterlicher Freund seinerzeit gesagt hat, mach das nicht, da bist du nur das Zäpfchen von den Mächtigen, schon damals, vor 50 Jahren, fast 50 Jahren, studiere was Gescheites. Und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert, war auch recht erfolgreich, denn ich war schon mit 28 Jahren dann Marketingdirektor in einem großen Pharma- und Kosmetikkonzern. Das habe ich dann 5 Jahre gemacht, bis es mich total genervt hatte, 5 Jahre, und sage, ich mache mich selbstständig, weil ich bin halt ein bisschen so ein Geist, der eher seine eigenen Sachen macht und mich mit Kollegen oder Mitarbeitern, wenn einer einen neuen Stuhl bekommen hat oder einen neuen Telefonapparat, dann wollte ich nicht mit 5 anderen Kollegen debattieren, ob die jetzt auch einen neuen Stuhl kriegen und einen neuen Telefonapparat. Solche Dinge lagen mir dann einfach nicht. Und war zwar Hauptabteilungsleiter und Prokurist schon mit 28, 29 Jahren. Und dann habe ich mich mit 32 selbstständig gemacht und wir hatten dann relativ schnell ein sehr erfolgreiches Unternehmen, weil wir nämlich genau das Gleiche gemacht haben, nämlich Pharma- und Kosmetikkonzerne international über Produktstrategien, Kommunikationsstrategien,
Produktentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit, Public Relation, also der mediale Bereich, kam dann doch wieder in mein, sagen wir mal, mein Berufsfeld. Und das habe ich dann 30 Jahre gemacht, erfolgreich, glaube ich. Wir hatten so 20, 25 Mitarbeiter. Und dann irgendwann mal mit 59 habe ich zu meiner lieben Frau, mit der ich seit 30 Jahren verheiratet bin, gesagt, weißt du was, Ingrid, wir verhungern und erfrieren nicht mehr, wir lassen es langsam sein mit dem Beruf, weil ich immer brutal viel gearbeitet habe, so 16-Stunden-Tage und so weiter, und dann sollte es fürs Überleben auch im Alter dann reichen. Und keine zwei Monate später habe ich dann einen Anruf bekommen von Lucke, der seinerzeit diese Wahlalternative gemacht hat, und der kommt aus Hahn, ich wohne in Hahn, jetzt schon seit 28 Jahren. Und dann sagt er, ich kenne Sie über Kontakte, weil er ja aus Hahn eigentlich ist, seine Mutter lebt auch da noch. Und haben Sie nicht Lust, für eine politische Bewegung einzustehen und die Organisation aufzubauen für Nordrhein-Westfalen? Und er sagt, das trifft sich gut, ich habe gerade aufgehört zu arbeiten, fange ich an, was Neues zu arbeiten. Meine Frau hat das nicht ganz so spannend gefunden, weil sie eigentlich eher dachte, dass wir öfters mal an der Côte d'Azur oder vielleicht in Spanien oder sonst wo sind. Naja, das ist halt so. Sie ist jetzt nicht da, kann ich so sagen. Im privaten Bereich mache ich das natürlich dann ein bisschen anders. Sondern naja, das wird sich schon noch ein bisschen verändern. Jetzt komme ich aber so langsam schon zum dem, was ich Ihnen darstellen will. Da ich mich immer interessiert habe für Politik, dadurch, dass mein Vater auch und auch mit meinen jesuitischen Lehrmeistern immer von schon in Jugendzeiten sozusagen die Gefahren für die Freiheit des Menschen, die vom Sozialismus ausgehen und vom Kommunismus gewarnt wurde, mit denen ich dann sehr viel debattiert habe, stelle ich einfach fest, und jetzt sind wir bei der Alternative Deutschland, und ich mache auch meine Vorträge über dieses Thema, dass unsere Gesellschaft durch diese linksideologische Indoktrination auf eine völlig falsche Bahn, auf ein völlig falsches Gleis geführt wurde. Die Leute merken es nur noch nicht so richtig, weil sie die letzten 20, 30 Jahre bar jeder politischen Kenntnis im Grunde sich ja schon ein bisschen auch am Nasenring durch die politische Manege von einer ursprünglichen konservativen Position hin in eine linke Ecke führen lassen, und dass sie noch relativ gut konsumieren können, merken sie das nicht, als eine Bedrohung ihrer demokratischen Freiheitlichkeit. Normalerweise machen meine Grundlagen doch eher so ein bisschen, wie ich sagen, so ein bisschen philosophisch, aber jetzt sind wir im Wahlkampf und da darf es ruhig ein bisschen derber zugehen. Wir schauen uns mal das Logo an, was ja ich die Ehre hatte, es zu machen und auch den Namen zu entwickeln. Alternative für Deutschland. Alternative haben wir deshalb vorgeschlagen, weil die Frau Merkel in ihren politischen Entscheidungen ja oft dargestellt hat, diese politische Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, ist alternativlos. Wissen Sie, das ist ein Feudalismus. Das ist nicht Demokratie zu sagen, diese politische Entscheidung ist alternativlos. Das ist Feudalismus. Weil im Grunde ein Graf Rostow im Preußentum schon mal gesagt hat, es ist verboten, dem Untertan seine beschränkten Einsichtsfähigkeiten an die politischen Entscheidungen der Obrigkeit anzulegen. Das ist nämlich alternativlos, verstehen Sie? Es heißt letztlich nichts anderes. Alternativlos ist meine Politik, sagt die Kaiserin Angela, heißt nichts anderes als Hals, Maul, Bürger, du verstehst von der Sache nichts. Wir verstehen nichts davon. Dass der Euro uns verarmt, wir verstehen nichts davon, dass unsere Nationalität permanent gemindert wird und die nationale Identität abgesprochen wird, dass unsere Kompetenzen unserer Parlamentarier eigentlich Pillepalle sind, weil die Entscheidungen in Europa in einem nur ganz gering und mäßig legitimierten demokratischen Prozess stattfinden. Beispielsweise 10 deutsche Stimmen sind eine Malteser Stimme. Wie kann das denn sein? 6 deutsche Stimmen
im Europaparlament entsprechen einer polnischen Stimme. Das heißt, das, was der Herr Weil auch schon dargestellt hat, diesen Ansatz der deutschen Interessenssituation in Europa, in diesem EU-Konstrukt, vielleicht sogar in der ganzen Globalisierung, in der wir ja stecken, die man vielleicht auch nicht mehr gänzlich zurückführen kann, braucht es einen Spirit, einen Geist, den wir als deutschen Geist mit betrachten müssen und benennen können müssen. Das ist meine Meinung. Kontra Alternativlosigkeit für Deutschland. Himmels Willen. Für Deutschland. Das ist doch eine Begrifflichkeit, die extrem politisch polarisiert. So haben wir damals bei 17 Leuten, wo wir in Oberursel waren, die Alternative für Deutschland gegründet haben, schon geredet. Da gab es Leute, die sagten, für Deutschland können wir das nicht nennen. Das ist viel zu deutlich politisch polarisierend. Merken Sie was? Wie mir schucke. Eine Partei in Italien für Italien, eine Partei in Frankreich für Frankreich wäre überhaupt kein Thema, nur wir haben ein Trauma, dass eine Partei Alternative für Deutschland ein Problem sein könnte. Das ist psychopathologisch, meine Damen und Herren. Diese Begrifflichkeit Alternative für Deutschland kommt im Grunde alles zum Ausdruck, was wir sind, wer wir sind und was wir erreichen wollen. Jetzt kommt noch vielleicht hinzu, das schöne Blau. Hatten wir das Glück, als wir analysiert haben, was sind die Parteifarben, als wir das Logo gemacht haben. Rot ist ja klar für wen. Magenta, damals war es gelb, ist ja auch klar für wen. Bei der CDU war es nie so klar, welche Farbe die haben. Jetzt haben sie gerade Schwarz-Rot-Gold. Genau diejenige auf den Plakaten, die bei der letzten Wahl auf der Wahlparty angewidert ihrem Zögling Rühe war das? Rühe. Die Flagge aus der Hand gerissen hat und sie angewidert entsorgt hat, die sieht man heute, diese Farbe, auf allen Plakaten. Ja, wie stark wollt ihr denn noch verarscht werden von diesen Parteien? Blau für uns. Es gibt keine schöne Farbe. Ich hätte ja auch lieber einen Wahlkampfslogan gehabt, als das, was wir jetzt haben, trau dich Deutschland. Ich hätte lieber gesagt gehabt, es wird allerhöchste Zeit für Blau in diesem Land. Blau ist die Farbe der Rationalität und Blau ist die Farbe in unserer Marketing- und Werbepsychologie. Blau ist auch die Farbe der ausgeglichenen Gefühlslagen. Ja, besser kann man es nicht beschreiben als in dieser Farbe. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland ist die freiheitliche und konservative Avantgarde. Wir müssen in einem Land, was seit Jahren und Jahrzehnten linksideologisch indoktriniert ist, die bürgerlichen Freiheitsrechte behaupten und die konservativen Wertefundamente wieder formulieren und in den politischen Diskurs einführen, denn das ist gänzlich verloren gegangen, meine Damen und Herren. Unserer Partei geht es in diesem Wahlkampf auch darum, einen gescheiterten, einen korrupten und ideologisierten politischen Establishment und seiner Regierung. Und diese Regierung ist nicht für uns da, uns, die werteschaffenden Bürger, Widerstand entgegenzusetzen. Denn das hat es jetzt über Jahrzehnte nicht gegeben. Wir müssen im Bundestag nach dieser Wahl die Bundestag, die Regierung und auch die Legislative wieder kontrollieren. Denn es findet keine Kontrolle mehr statt. Wir sind die einzigen Interessensvertreter der bürgerlichen Gesellschaft. Und damit sind wir die einzige wirkliche Oppositionskraft, die hier Widerstand entgegensetzen kann. Und nur dafür sind wir legitimiert und werden wir legitimiert, um dieser Funktion nachzukommen. Wir haben keine andere Funktion als diese.
Wir müssen das Berliner Polit-Establishment, was in Wirklichkeit, das ist vielleicht hart ausgedrückt, was in Wirklichkeit eine Beutegemeinschaft darstellt. Also dieses Polit-Establishment bietet eine Beutegemeinschaft aller Altparteien, die sind sich alle einig, Sie haben es gerade noch gesehen, Weidel da bei dem Auftritt, jetzt vor gestern, glaube ich, wo sie alle zusammengestanden sind. Unsere politischen Gegner haben ja auch den politischen Diskurs vollkommen verlernt. Sie sagen, das ist die Position, jeder, der nicht dieser Position entspricht, wird ausgeklammert, wird abgegrenzt, wird auch mit fiesesten Arten und Mitteln, Stilistiken sozusagen vom Diskursraum verwiesen. Diese Beutegemeinschaft besteht aus den Altparteien, besteht aus der internationalen Finanzindustrie, besteht aus den internationalen Großkonzernen, besteht aus den Medienunternehmen. Dieser Beutegemeinschaft gehören leider auch die Kirchen an, die evangelische sowieso, aber die katholische strengt sich mächtig an, um hier aufzuholen. Sie besteht aus den NGOs, aus den Gewerkschaften und aus den Unternehmen der Sozialindustrie. Das ist das Establishment, meine Damen und Herren, denen es nur darum geht, fürstlich alimentiert zu werden. Das Interesse. Es erstreckt sich im Grunde nur darauf, wie kann man dem werteschaffenden Bürger noch zusätzliche Steuergelder, Steuermittel abpressen, um ihrerseits weiterhin fürstlich alimentiert zu werden. Dieser Beutegemeinschaft geht es um gar nichts anderes und sie existiert nur aus einem Grund, um sich selbst zu schützen, um demokratischen Wettbewerb auszuschalten und um sich selbst zu bereichern. Und wenn man das mal so wirken lässt, diese Aussage, dann kann man auch feststellen, dass in dieser Wahl 2017, die wir jetzt haben im September, für diese Beutegemeinschaft Milliarden von Euro auf dem Spiel stehen. Denn Sie können sich natürlich ausrechnen, dass wir eine Politik, die die Sozialindustrie und die Industrie, die sich um die gerade hierher gekommenen kümmert, 23 Milliarden, vielleicht sind es 50 Milliarden, wenn man dann noch die Familien nachzunehmen, das werden wir nicht einfach so parlamentarisch passieren lassen, sondern wir werden die Gewinne dieser Organisationen einfach schlankweg in Frage stellen, indem wir sagen, diese Geschäftsmodelle müssen beendet werden. Bei dieser Wahl nicht um eine neue Legislatur für eine Wahl für die nächsten 4 Jahre. Es ist nicht zu hoch gegriffen sprachlich, wenn ich sage, wir stehen an einem Scheideweg in der Geschichte unserer Nachkriegsgesellschaft. Das ist eine wesentliche Entscheidung, diese Wahl. Aber auch unsere Zivilisation und unsere Kultur steht hier auf dem Spiel. Wenn das 4 Jahre so weiterginge wie bisher, dann wird von Werten anschließend nichts mehr zu retten sein. Wir als Wahlvolk werden darüber entscheiden, ob wir die Kontrolle über unsere Regierung und damit über die Politik wieder zurückerlangen. Und das politische Establishment versucht alles Mögliche, um die Alternative für Deutschland zu stoppen, zu unterminieren und zu marginalisieren. Und genau diese Beutegemeinschaft ist dafür verantwortlich, dass wir desaströse Handelsabkommen abschließen. Dass wir in einem Währungsverbund sind, was zum absoluten Nachteil der Deutschen ist. Dummerweise sogar auch zum Nachteil unserer umliegenden Nachbarstaaten. Aber die haben ja immerhin noch den Rettungsanker, dass wir dann eintreten für die Probleme, die die dann bekommen. Denn so wurde aus einem eigentlich verbotenen Transfersystem, wurde doch eine Transferunion durch den Umweg, dass eben Verträge und Abmachungen gebrochen wurden. Diese Beutegemeinschaft ist verantwortlich für die Zerstörung der inneren Sicherheit und für die innere Ordnung. Meine Damen und Herren,
Ein Staat hat gar keine andere staatslegitimierenden Parameter als zwei Parameter, nämlich die Aufrechterhaltung der äußeren Sicherheit über die Grenzen und die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Daraus leitet sich das Machtmonopol des Staates ab. Nur wenn der Staat diesen Anforderungen, diesen Verpflichtungen ihren Bürgern gegenüber nachkommt, dann ist er im Grunde fundamental delegitimiert. Und in dieser Situation sind wir, meine Damen und Herren. Dieser Staat ist dafür verantwortlich, dass unsere Sozialsysteme praktisch in ihrer Existenz gefährdet sind. Milton Friedman, ein Nationalökonom, hat in einem seiner Schriften 1971 gesagt, ein Staat kann ein Sozialsystem haben, Punkt. Ein Staat kann offene Grenzen haben, Punkt. Aber niemals kann ein Staat Sozialsystem haben und offene Grenzen gleichzeitig, weil der Staat sehr schnell sozusagen diese Sozialsysteme nicht mehr finanzieren wird können über seine werteschaffenden Bürger. Das ist die Situation. Warum können denn diese Idioten, ich sage das wirklich, Kampfrede ist ein bisschen derber, nicht verstehen, dass ein Sozialsystem wie eine Art genossenschaftliche Verabredung zu werden ist und eben nicht, in der Volkswirtschaft spricht man von freiem Gut, Luft. Jeder kann Luft so viel konsumieren, wie er mag, und so viele können konsumieren, wie sie wollen. Ein Sozialsystem ist kein freies Gut, sondern beschränkt auf die Genossenschaftsmitglieder innerhalb dieser Genossenschaftsvereinbarung. Lässt es zu, dass wichtige deutsche Unternehmen hinaus in alle Welt abwandern. Es lässt zu, dass unsere vermeintlich herrlichen Exporterfolge nicht wirklich Exporterfolge sind, sondern einzig und allein zu Lasten der Sparer und der Altersvorsorge letztlich finanziert werden. Wir finanzieren diese Exporterfolge, indem wir die Sparer und die Rentner dafür heranziehen, um das zu bezahlen. Was ein Wahnsinn. Dieser Staat mit seiner Beutegemeinschaft ist auch dafür verantwortlich, dass wir im Arbeitsmarkt heute einen Jobwettbewerb haben, der die abhängig Beschäftigten nötigt, um immer niedrigere bezahlte Arbeitsplätze zu unternehmen. Das heißt, ich muss mich um immer niedriger bezahlte Formen meiner Arbeit sozusagen beschäftigen. Das ist nicht soziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Die soziale Marktwirtschaft, die nebenbei ihre Grundlage in der katholischen Soziallehre hat, Leo der 13., ganz weit hinter uns, sagt, die soziale Marktwirtschaft sagt, Produktivitätssteigerungen, Produktivitätsfortschritte werden auf alle Teile der Gesellschaft verteilt. Die Rentner bekommen etwas, indem sie höhere Rentenbeiträge, Rentenzahlungen bekommen. Bei werthaltiger Währung, versteht sich nicht beim Euro. Die Kinder und Jugendliche bekommen etwas, weil sie bessere Bildungseinrichtungen bekommen. Also man finanziert die Bildungseinrichtungen, macht sie besser. Haben wir auch nicht mehr. Die Arbeitnehmer bekommen etwas, indem sie wertstabil höhere Arbeitsentgelte bekommen. Die Unternehmer bekommen etwas, indem sie Gewinne produzieren. Und wie haben wir es heute? Unsere soziale Marktwirtschaft, so funktioniert die nicht mehr. Wer bekommt denn heute die Produktivitätssteigerungen? Wer zieht die Produktivitätssteigerungen, die wir ja immer noch produzieren, wer zieht die ab? Das sind die internationalen Großkonzerne und die Finanzindustrie. Erstens. Und die zweiten, der Hauptnutznießer dieser Produktivitätssteigerung, knallhart zieht der Staat die Produktivitätssteigerung, die Gewinne der Produktivitätssteigerungen ein über Steuern und Abgaben. So sieht es aus. Und so kommt es eben zustande, dass heute das Einkommen, das verfügbare Einkommen, bei gleichzeitiger Betrachtung des Wertes des Geldes, heute haben Sie genauso viel in der Tasche, 3% mehr als im Jahre 2000. Das können Sie gut nachvollziehen. Das, was heute Euro ist, war vor
14 Jahren die D-Mark. So sieht's aus. Diese politökonomische Beutegemeinschaft ist im Wesentlichen eine globale Machtstruktur, die für weitreichende wirtschaftliche, politische Entscheidungen und soziale Entscheidungen verantwortlich ist. Und diese Entscheidungen kann man in weiten Feldern nicht anders bewerten als im Grunde eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen, von Entscheidungen, die eigentlich zu Zerstörungen dessen herangezogen werden, was es eigentlich zu bewahren gilt. Und diese Entscheidungen betreffen Arbeiter und Angestellte. Sie betreffen die Alten und sie betreffen die Rentner. Sie betreffen unsere Kinder, sie betreffen die kleinen und mittleren Unternehmen und auch die Handwerker. Sie berauben uns, diese Entscheidungen berauben uns unseres Wohlstandes. Die Gelder, die diese Entscheidungen in Gang setzen, die landen in den Taschen einer Handvoll großen internationalen Konzerne. Sie landen in den Safes von global agierenden Finanzinstituten und sie wandern in die Taschen und in die Hände von macht- und pfründegierigen Politikern. Das ist das Konzept. Dieser Wahlkampf, den wir jetzt führen zum neuen Bundestag im September, ist im Wesentlichen auch ein Kampf ums Überleben, meine Damen und Herren. Ums Überleben unserer Nation, unserer Gesellschaft, so wie wir sie kennen, so wie wir sie schätzen und so wie wir sie bewahren wollen. Denn es wird die letzte Chance sein, um ein Zeichen zu setzen, dass wir nämlich nicht gewählt sind, kampflos unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere bürgerliche Souveränität aufzugeben. Überwiegenden Mehrheit. Das sind erste Überzeugungen, die sich langsam heranbilden. Das wird noch kommen, glauben Sie es mir. Und spätestens dann, wenn wir über die parlamentarische Einflussnahme tatsächlich diese Themenfelder alle so ansprechen und die Medien können es dann nicht mehr wegwischen, dann wird das immer mehr und immer mehr werden. Wie sagte denn die Frau Merkel, die ich gerne in diesen Reden auch als Kaiserin Angela bezeichne, am Kirchentag 2011. Sie sagte, und das kann man nachschauen im Internet, Video, Beweis ist da, sie sagte, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Souveränitätsrechte und Teile der Souveränität abzugeben. Ja, an wen denn? An wen sollen wir denn Souveränitätsrechte abgeben? Und nach welchem Prozess soll das denn laufen? Wird dann ein Referendum gemacht oder auch nicht? Kommt eine Entscheidung, politische Entscheidung, wir geben Teile unserer Souveränität auf. Sie warten morgens auf und sagen, was bin ich froh, dass ich Teile meiner Souveränität nicht mehr zu tragen habe. So kann es doch nicht laufen. Aber sie hat es so gesagt, diese Frau sagt manchmal, wenn sie nicht ganz bei sich ist, nämlich die Wahrheit, was sie mir zwingt. Auch vor kurzem gemacht, als sie die Staatsbürger dieses Landes nicht als Deutsche bezeichnet hat, sondern als schon länger hier Lebenden im Verhältnis zu denen, die gerade kürzlich hierher gekommen sind. Wie kann man so dumm sein? Oder ist das geplant? Dass man das so hin und wieder mal tröpfchenweise rauswirft? Schaut, checken die Leute das? Oder nehmen sie es einfach hin? Es ist schlimm, wenn es so wäre, weil unsere Mitbürger nehmen es hin. Und dass sie es auf Dauer nicht mehr hinnehmen, das ist die Aufgabe der Alternative für Deutschland. Diese Wahl entscheidet darüber, ob wir auch zukünftig eine Nation freier und souveräner Bürger sind und bleiben. Oder ob wir in Zukunft nur noch die Illusion einer Demokratie haben, so wie es eigentlich die Grundkonzeption dieses EU-Superstaats EU eigentlich ist. Nur die Illusion einer Demokratie, weil die entscheidenden Dinge in ganz anderen Gremien letztlich beschlossen werden und die alle 4 Jahre politische Wahlen, ja mein,
Eigentlich sollte man nicht annehmen, dass diese Wahl noch einigermaßen erfolgreich für die Frau Merkel ausgehen könnte, wenn jeder politisch denken würde, aber die Bürger denken halt nicht politisch. Wir werden in dieser Wahl sehen, wie die SPD sich marginalisiert. Und dann müssen wir 4 Jahre daran arbeiten, dass eine Frau Merkel, in welcher Koalition auch immer, scheitert, und sie wird scheitern, wegen den exogenen Parametern, die auf uns eindringen. Ich habe eine süditalienische Schwiegertochter, die berichtet, Kalabrien und da unten, welche Mengen, oder Anzahl, nicht Mengen, Anzahl von arabischen, afrikanischen Bürgern, die es schon übers Mittelmeer geschafft haben, warten und mit den Füßen scharren, um endlich nach Deutschland verbracht zu werden. Zehntausende sind da platziert. Das wird auf uns zukommen, meine Damen und Herren. Und diese Illusion der Demokratie darf gar nicht erst Raum greifen, denn in Wirklichkeit werden wir eigentlich von einer Handvoll global und international agierender Lobbyisten und kollektivistisch-sozialistischen Ideologen kontrolliert. Wenn ich sage von einer Handvoll, meine ich nicht, da sitzen 5 Leute zusammen und die bestimmen solche Dinge, sondern es ist Ideologie, die dort vereinigt, zusammengeführt wird, um Veränderungen in unserer Gesellschaft zu produzieren. Unser gesellschaftliches System wird manipuliert. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, wie das passiert. Alle politischen Parteien werfen sich auf und sagen, wir sind die Vertreter für bestimmte Minderheiten. Wissen Sie? Die Grünen sagen, wir vertreten die Schwulen und die Lesben. Nichts gegen Schwulen und Lesben, nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber wir als politische Partei, also die, wir vertreten eure Interessen. Wir vertreten die Interessen derjenigen, die sich nicht entscheiden können, ob sie Onkel oder Tante sind. Und deshalb sagen wir, wir brauchen ein drittes Art von Klo. Sie merken, die politischen Dinge, die banalen Dinge werden hoch politisiert und die politisch dramatischen Dinge, die werden total marginalisiert und banalisiert oder eigentlich. Und wenn ich diese politischen Parteien, die Minderheitsinteressen aufaddiere und akkumuliere, dann haben genau diese politischen Parteien, die eigentlich nur Minderheitsinteressen vertreten, plötzlich die Dominanz über die Mehrheit. Und dominieren die Mehrheit, die gar nicht mitkriegt, was ihnen geschieht. Und das ist die politische Realität. Sie haben andere Formen noch der Taktik, der Strategie. Das sind Strategien, die können Sie bei Lenin schon nachlesen, die können Sie bei Saul Alinsky nachlesen, ein Harvard-Professor, der praktisch der Ziehvater der Antifa und so weiter dasteht. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben. Sollte jeder, der gegen den Kampf, sozusagen gegen den Linksextremismus eintreten will, und das tun wir ja, sollte dieses Buch lesen. Rules for Radicals. Wie schafft man es, radikale politische Positionen durchzusetzen. Das wird 1:1, Harvard-Professor, 1:1 realisiert. Diese politischen Parteien schaffen es, einzelne Gruppen in unserer Gesellschaft, die wir ja eigentlich gemeinsinnig geprägt sind, zu zerrütten, zu zerstreuen, sie gegenseitig aufzuwiegeln. Das war früher schon von den 68er, ist meine Lieblingszielgruppe, die 68er. Das war früher schon, da hat man die jungen Menschen gegen die alten Menschen aufgebracht, gegen die ältere Generation. Die hat man alle als Nazis dargestellt, als Schuldige. Damit hatten die Jungen nichts mehr mit den Älteren zu tun. Man hat etwas gemacht, was zutiefst amoralisch ist. Man hat die Generationenkontinuität unterbrochen. Denn Kultur lebt immer von der Aufrechterhaltung der Generationenkontinuität. So hat man Junge gegen Alte, Alte gegen Junge aufgebracht. Neueres Modell des Aufbringens Einzelner gegen Anderen ist, Frauen werden gegen Männer aufgebracht und Männer gegen Frauen aufgebracht. Da wird das Thema Gleichberechtigung genommen. Das ist ein wichtiges Thema. Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht, selbstverständlich.
Aber was haben die politischen Parteien, was haben die daraus gemacht? Aus Gleichberechtigung wurde Gleichstellung. Und Gleichstellung ist nicht Gleichberechtigung. Gleichstellung ist die Schaffung neuer Benachteiligungen. Und so werden wieder Frauen gegen Männer und Männer gegen Frauen aufgebracht. So funktioniert es. Ich könnte das jetzt noch unendlich ausdehnen, aber das darf ich ja nicht. Ich muss mich ja doch auch ein bisschen beschränken. Obwohl es so viel Spaß macht, das zu verdeutlichen. Sie bringen diesen ganzen Gender-Scheiß, Frühsexualisierung. Auch das ist ein Aufbringen der ganz jungen Generation gegen die Autorität der Eltern. Sigmund Freud hat das schon dargestellt. Wenn du die Schamgrenze bei Kleinkindern herabsenkst, dass sie sich nicht mehr schämen, dann entziehen sie sich dem Elterneinfluss und sind nicht mehr erziehungsfähig. Wenn ich die also früh sexualisiere, dann haben die Eltern nur noch einen geringeren Einfluss, eine geringere Erziehungsmöglichkeit auf die Kinder, auf kleine Kinder. Bildungschaos, einen der weiteren Felder. Linksextremer Terrorismus, wissen Sie? Linksextremer Terrorismus gibt es gar nicht. Das sind nämlich Aktivisten und Autonome. Wir Konservative aber, wir sind Rechtsradikale und Rechtsextreme. Linksextreme gibt es gar nicht, das sind Autonome und Aktivisten. Linker Terror ist kein linker Terror. Linker Terror wird veredelt zu Kampf gegen Rechts. Merken Sie was? Frankfurter Schule, Adorno, Marcuse. Umkehrung der Bedeutungsinhalte von Worten. Die haben immer davon geredet, herrschaftsfreier Diskurs. 60er. Mit denen habe ich mich noch rumgeschlagen in der Schule und im Studium. Herrschaftsfreier Diskurs, die haben nie etwas anderes gemeint als diskursfreie Herrschaft. Diese Manipulationen unserer Gesellschaft ertragen wir jetzt seit Jahrzehnten. Leider. Eigentlich hat sich schon Kohl 1981 festgestellt, indem er gesagt hat, wir brauchen die geistig-moralische Wende. Hat nichts gemacht. Aber es wäre notwendig gewesen. Und diejenigen, die jetzt die geistig-moralische Wende 30 Jahre später erreichen müssen, das sind wir als Alternative für Deutschland. Ich könnte jetzt noch ein bisschen über den Einfluss dieser Machtstruktur mit den Medien sprechen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Medien sind sozusagen die Erfüllungsgehilfen der Politik. Es gibt Gott sei Dank, seit es das Internet gibt, auch diese alternativen Medien, denn sonst wären wir wirklich einer gleichgeschalteten Presse. Ich sage oft Erziehungspresse, weil ich das Wort Lügen Presse nicht so mag, weil es lügt nicht wirklich jeder Journalist, aber fast jeder Journalist empfindet so eine Art Erziehungsauftrag, dass die Leser, die Menschen sozusagen dieser linksideologischen Indoktrination folgen mögen. Darüber könnte ich jetzt noch so ein bisschen reden, will ich aber nicht mehr, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Sie sind eigentlich als wesentlicher Bestandteil der Demokratie, nämlich die Hüter und die Kontrolleure der Macht, sind sie zu Beutegesellen dieser Beutegemeinschaft geworden und eigentlich zu Herolden der Mächtigen. Und das müssen wir nominieren. Ich werde in der Zukunft auch in der Fraktion und auch im Hinblick auf die Alternative für Deutschland daran arbeiten, dass wir so etwas wie eine alternative Medienstruktur, einen alternativen Medienkanal entwickeln, wo wir auch die alternativen Blöcke, die es ja gibt, mit einbeziehen. Und diese alternativen Medienblocks, die müssen auch mit teilweise finanziert werden. Weil letztlich ist das fast alles ehrenamtliches Engagement, die eigentlich den metapolitischen Raum geöffnet haben für das Bestehen, für die Existenz einer Alternative für Deutschland. Und da müssen wir zukünftig viel enger verzahnt zusammenarbeiten, um diese Dominanz der Links-
ideologisch indoktrinierten Medien sozusagen etwas entgegensetzen zu setzen haben, um einen Bewusstseinswandel auch im metapolitischen Raum bei der deutschen Bevölkerung zu erreichen. Wir haben es wirklich zugelassen, wir Konservative, wir haben es zugelassen, dass wir eine jahrzehntelange neo- und kulturmarxistische Gehirnwäsche erlitten haben. Wir haben seit 40 Jahren praktisch in Sozialwissenschaften nur noch dezidiert linke Professoren. Keine linken Professoren schaffen es nicht mehr in diesem Rahmen. Wir haben es zugelassen, dass diese Priester und die Pfarrer ihre Kanzeln zum Marktplatz ihrer politischen Sendungsbewusstseins machen. Sie sind eine politische Vorfeldorganisation geworden, der Grünen, der Roten und so weiter. Sie sind Richter geworden, diese 68er, die durch die Marsche, durch die Institutionen marschiert sind, die jetzt Urteile sprechen, wo Opfer zu Tätern gemacht werden und Täter zu Opfern gemacht werden. Schauspieler, Regisseure und so weiter. Wissen Sie, ich fasse das jetzt einfach in einem Satz zusammen. Schwarz, Rot, Gold sind die Farben unseres Landes. Und Schwarz, Rot, Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören werden. Eine kleine Allegorie. Meine Damen und Herren, wir sind die 13er. Des 21. Jahrhunderts. Was ist das? 13. Seite. Ja, wir sind die einzige Gegenkraft gegen die 68er des letzten Jahrhunderts. Und die antithetische Kraft. Und wir werden den Erfolg, den Sie zweifellos erlitten haben, indem Sie durch die Institutionen marschiert sind, diesen Erfolg werden wir Ihnen streitig machen und diesen Erfolg wieder sozusagen entreißen. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug noch in die griechische Mythologie. Wir sind so etwas wie die Nemesis für diese 68er. Sie kennen die Nemesis vielleicht noch. Das ist die Göttin des gerechten Zorns. Ja. Aber auch der ausgleichenden Gerechtigkeit. Nicht nur des Zorns, auch der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und diese Göttin Nemesis hat sich an die Seite ihrer Schwestergöttin gestellt. Und diese Schwestergöttin ist die Göttin Themis. Und die wurde missachtet. Und dann hat die Göttin des gerechten Zorns diese Missachtung bestraft. Und wissen Sie, wofür Themis, die Göttin Themis steht? Die steht für Recht, für Ordnung und für Sittlichkeit. Ist das nicht eine herrliche Allegorie und ein Beispiel in der Zeit, in der Situation, in der wir jetzt sind? Wir sind die Nemesis für die 68er. Wir werden den 68ern und ihren Schülern die Zügel aus der Hand reißen, wenn wir überhaupt noch etwas von Wert retten wollen. Und wir werden es schaffen. Wir müssen als eine Partei uns so verstehen, dass es demokratietheoretisch notwendig ist, wenn alle Parteien linksorientiert sind, dann muss es eine dezidiert nicht-linke Partei geben, damit diese Symmetrie und diese Balance wiederhergestellt wird. Wir sind jetzt wirklich lange genug durch diese Politik gelinkst worden. Es wird Zeit, dass wir den rechten Weg finden. Deutschland steht für das eigene und gegen das aufgezwungene Fremde. Wir machen das nicht mit ihr Parteien, die ihr sozialistische Einheitsparteien in Deutschland sind. Wir wollen nicht, dass wir das Chaos, die Barbarei und die Dysfunktionalität der dritten Welt nach Deutschland importieren. Wir lassen es nicht zu, eure Politik nichts anderes ist als eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung unseres Landes. Wir lassen es nicht zu,
hier Lebenden sind, dass die eben erst hierher gekommenen ihre Herkunftskultur, die vornehmlich muslimanisch ist, für wertvoller halten als unsere Kultur, die über die Jahrhunderte, mühsam, aber über die Jahrhunderte sich entwickelt hat. Wissen Sie, diese Politik, die momentan agiert, agiert doch nicht deshalb so, weil sie das Fremde so sehr liebt. Sie agiert so, weil sie das Eigene so sehr hasst. Mit uns werden wieder in den Bundestag Leistungsbürger einziehen. Und diese Leistungsbürger werden die ehemaligen Berufspolitiker der anderen Fraktionen ersetzen. Und die dürfen dann zum ersten Mal wahrscheinlich einer ehrlichen Arbeit wieder nachgehen können. Zeitenwende. Es ist ein sehr schicksalshaftes Jahr für Deutschland, aber für ganz Europa, für unsere Nachbarländer auch. Und ich bin ganz sicher, wir werden weit erfolgreicher sein, als dass wir das selbst von uns glauben und dass die politischen Gegner momentan glauben. Wir müssen aber auch eine Lehre aus dem Sieg Trumps in den USA ziehen. Und diese Lehre heißt, wer als eine nicht-linke Partei, nicht-mainstreamige Alternative Partei Wahlen gewinnen will, der muss zuspitzen, der muss polarisieren, der muss das moralisch fragwürdige Establishment angreifen, der muss die Beutegemeinschaft angreifen und es darf uns nicht um einen Platz am Katzentisch des Leviathans gehen, sondern um dessen Höllensturz. Ich ende jetzt versöhnlich, nachdem ich den gerechten Zorn so ein bisschen zum Ausdruck brachte. Ich ende immer meine Vorträge mit Zitaten, meistens mit Zitaten von Hölderlin, denn der hat neben meiner Stadt, wo ich herkomme, Reutlingen, in Tübingen gelebt. Der war zeitweise dem Wahn verfallen. Das ist nichts Schlimmes. Er hatte dann in lichten Momenten, wirklich überlichtige Momente, und hat dann Romane geschrieben und schöne Literatur geschrieben, Friedrich Hölderlin. Und er hat dann einen sehr schönen Roman geschrieben, kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen, der heißt Hyperion. Und dieser Hyperion sagt an einer Stelle, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, in unserer Situation, das Rettende sind Freiheit und Patriotismus. Und diese beiden Wertefundamente, genau das ist der Raison d'être und die Essenz der Alternative für Deutschland. Dankeschön. Möchten wir sehr gerne, dass auch Sie jetzt mal zu Wort kommen. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, an ganzen Protagonisten, die Sie heute Abend erlebt haben, auch mal ein paar Fragen zu stellen. Deswegen bitte ich jetzt schon mal auf die Bühne Herrn Dr. Roland Hartwig. Ich bitte auf die Bühne Herrn Professor Weil und einzig sogar Guido Heyer. Also wenn Sie jetzt Fragen haben sollten an die Personen, die jetzt hier gerade die Bühne betreten, auch natürlich an Herrn Renner, der bleibt gleich hier oben stehen, ist klar, dann machen Sie das. Ich werde mal schauen, wir haben noch ein zweites Mikro, ich gucke mal, ob das geht. Vielleicht hat sich es inzwischen auch so erlebt. Teilen wir uns die Tische hier vielleicht auf. Eins, zwei, jetzt funktioniert. So, meine Damen und Herren, gibt es Fragen an eine der vier illustren Herren? Ich reiche das Mikro mal eben so, wenn Sie so letztendlich. Einfach reinsprechen. Genau. Ja, guten Tag, mein Name ist Schulz.
Herr Renner, ich habe an Sie eine Frage. Der Vortrag hat mir hervorragend gefallen. Es war ein Highlight des Abends für mich. Was mich etwas verunsichert, Sie sprechen, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, das kann man alles sehr viel schöner ausdrücken, im Prinzip von der linken Gefahr. So habe ich Sie zumindest verstanden. Wenn ich aber die heutige Weltpolitik betrachte, einschließlich der Medienabhängigkeit, dann sehe ich da nicht eine linke Gefahr, sondern da sehe ich einen unmäßigen, aus dem Ruder laufenden Kapitalismus. Und der ist ja meines Erachtens nach eigentlich nicht links. Vielen Dank. Sehr gerne darauf antworten, weil das in der Tat an die Fundamente des Politischen geht. Ich glaube, und ich analysiere das so, dass das politische Establishment sich im Grunde verbündet hat mit dem Kapital. Kapital eines besonderen Zuschnitts, angloamerikanischen Zuschnitts, Geldgier, unbedingt viel Geld und noch mehr Geld, angloamerikanisch. Wobei ich jetzt gar nicht antiamerikanisch hier argumentieren will, aber ich glaube, dass es eine Art von Verbündung gibt zwischen Kapital und der momentanen Politik, die links ist. Und dem Kapital ist es letztlich dann auch egal, ob sie ihr Kapital vermehrt in eher linken Gesellschaften oder in vielleicht nationalen, konservativen Gesellschaften. Hauptsache, sie bekommt Vorfahrt, um eben ihre Kapitalerträgnisse zu erzielen. So sehe ich zum Beispiel politische Entscheidungen im EU-Raum sehr häufig, sind politische Entscheidungen, die aber auf der Grundlage eines Lobbyismus getroffen werden, die dann natürlich wieder Kapitalinteressen dient. Das ist schon ein bisschen eine harte Aussage, und der eine oder andere, der im volkswirtschaftlichen Raum und in internationalen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen denkt, vielleicht auch ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist das der Punkt. Es ist nicht die Frage links oder rechts, es ist die Frage Verbindung der Politik mit dem Kapitalinteresse. Darf dazu auch noch anfügen, dass es eine sehr interessante und ungehörte amerikanische Diskussion gibt, die darauf hinausläuft, ist dieser Kapitalismus, Raubtierkapitalismus, den gibt es eigentlich gar nicht. Da ist das Wort vom sogenannten Crony-Capitalismus. Also Cronies, das sind die Freunde, die sich gegenseitig die Aufträge zuschieben. Und in Österreich heißt das Freundelwirtschaft. Freundelwirtschaft heißt das in Österreich. Also Crony-Capitalismus und das Big Government, die große Regierung, die ganz vielen Behörden, die ganze Bürokratie, Gesetze und so weiter durch Lobbyisten inspiriert, so schneidet, dass das Big Business da einsteigen kann. Und so können auch Erdölkonzerne, die jahrzehntelang, jahrhundertlang nur Erdöl gemacht haben, plötzlich als grün gewaschene Ökokonzerne daherkommen und so weiter und so fort. Das ist nämlich genau der Ansatz und, sagen wir mal, die Spielart und das, was dann tatsächlich real abläuft, nennt sich dann vielleicht Internationalisierung oder Globalisierung. Ich glaube, dass dieser Prozess, der ist natürlich durch die weltweite auch IT-Vernetzung, glaube ich, nicht mehr rückführbar und änderbar. Aber ich glaube dennoch, dass wir die Aufgabe und die Pflicht haben, als Politiker auch in Deutschland deutsche Interessen zu formulieren und auch deutschen Geist in diese Globalisierungsprozesse mit einzuschleusen. Das kann natürlich zu erheblichen Auseinandersetzungen führen, aber ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Und wenn wir dann eine Globalisierung haben, wo auch deutsche Interessen und deutscher Geist mit dabei ist, dann könnte es ja vielleicht sogar noch was richtig Positives werden. Vielen Dank. Wie Sie merken, wollte so eine Frage auch immer sehr ausführlich beantworten. Ja, das war eine schwierige und richtige Frage. Genau. Wir können hier so noch 3-4 Fragen zulassen, würde ich sagen, damit Sie sich nachher nicht benachteiligt fühlen. Da gibt schon wieder jemand, wenn Sie möchten, das Mikro übernehmen. Gut. Habe ich richtig verstanden, dass in der Brüssel im Europaparlament 10 deutsche Stimmen gleich eine polnische sind? Nein, 6. Wie viel? 6 deutsche Stimmen, eine polnische Stimme. Ja, einfach durch die Quote, die dann... Man braucht, um einen Abgeordneten an
eine bestimmte Menge zu haben, und das entspricht dann dem Stimmgewicht von 10 deutschen Bürgern, um eine Malteser-Abgeordnetenstimme zu produzieren. Und im Verhältnis zu Polen ist es 6 deutsche Stimmen zu einer polnischen Stimme. Ja, dank Internet haben Sie natürlich so. Also im Grunde, Entschuldigung, im Grunde die Widrigkeit und auch genau das Beispiel, dass das kein demokratisches Prinzip ist. Denn die erste Primat der Demokratie heißt One Man, One Vote. Ein Mensch, ein Stimmbürger, eine Stimme und keine Stimmgewichtung. So, jetzt haben wir noch eine Frage von dem Herrn. Ja, mein Name ist Günther Nier und es hat sich also gelohnt, in die AfD einzutreten, nämlich so eine Truppe an Experten vor mir zu haben und Fragen zu stellen. Das ist einfach toll. Ja, es geht quasi wieder ums Geld, und zwar ist ganz aktuell, leider habe ich den Zettel nicht mit, aber ich habe es mir etwa aufgeschrieben. Und zwar habe ich von der Deutschen Bank bekommen eine Einlagensicherungsgarantie, die über die gesetzliche hinausgeht. Habe ich natürlich nicht begriffen, aber heute habe ich ja die Möglichkeit nachzufragen. Kann das etwa damit zusammenhängen, dass wir insgeheim enteignen? Ja, wer möchte noch antworten? Herr Hartwig, Banken, ein Bankenprofi. Ich könnte mir vorstellen, jenseits dieser Sache ist ja bekannt, und Sie erinnern sich, dass es in die Zypern-Rettung ging. Ja? Dass da plötzlich hieß, okay, die ersten 100.000 Euro, die sind gedeckt, nationale Einlagensicherung, und da legt die EU noch einen Aal oben drauf, wenn es sein muss und so weiter. Ja. Und allein das stellt schon eigentlich eine gewisse Unverschämtheit dar. Ja. Weil, erklären Sie mir mal, wie man in Zypern oder in Griechenland ehrlich 100.000 Euro auf die Seite legen will. Ja. Also in Deutschland, die Leute haben im Schnitt Guthaben von 20.000 oder sonst was Barguthaben. Und in anderen Ländern, also man sieht da, wer da zu Hause ist. Ja. Das war wirklich Wohnsitze, Erst- oder Zweitwohnsitze von russischen und anderen Oligarchen, die in Zypern, in Griechenland ihre Konten hatten, und das ging auf 100.000 Euro. Und dieser Wahnsinnsgleichheitsgedanke, Gerechtigkeit und Gleichheit ist erst erreicht überall das Gleiche. Es waren 100.000 Einlagensicherung oder 200.000 Einlagensicherung und 50.000 Euro Netto- oder Bruttogehalt für einen Menschen, egal ob er in Portugal lebt oder in Norwegen, in der Stadt oder auf dem Land und so weiter. Also das ist ein ganz großer Unsinn, das muss differenziert werden, und diese Augenwischerei, dass man da hier noch entweder aus dem Bankenbereich heraus, dass die Institute was machen, die privaten Banken oder die Sparkassen, die Volksbanken mal extra was, ist das eine, aber der große Wahnsinn liegt darin, dass diese Vereinheitlichung eine Ungerechtigkeit schafft, ja? Weil Ungleiches gleich zu behandeln ist ungerecht, und darauf läuft es hinaus. Vielen Dank. Ich möchte mal die Honorarordnung von Studierenden ansprechen, Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Architekten und den Mindestlohn von einigen Leuten, die auch ehrliche Arbeit machen. Das hat sich mittlerweile um zigfache verschoben. Das passt doch irgendwie nicht. Wie will die AfD diese Probleme lösen? Und vielleicht noch ein persönlicher Appell. Man sollte mal eigentlich aufhören, so viele Eigentore zu schießen. Der Herr Gauweiler oder sonst was, das passt auch nicht. Man kann viel mehr. Ja, Sie wissen, wie ich meine. Aber das passt nicht. Die Partei könnte viel mehr Prozente holen, wenn sowas nicht passiert. Okay, damit zwei Fragen. Wir lassen noch eine Frage zu von dem Herrn. Sie haben sich vorhin noch gemeldet, Sie sind auch gleich dran. Aber wir beantworten jetzt erstmal Ihre Frage. Fangen wir an mit dem Eigentor oder fangen wir an mit der ersten Frage bis zum. Also ich würde vielleicht mit dem Eigentor anfangen. Okay. Es handelt sich ja hier um Kommunikation. Sie meinen jetzt Gauland, wo er gesagt hat, dass die Frau Özus entsorgt werden könnte in Richtung Anatolien, glaube ich. Ja, mei. Also, da ich
ja schon mehrfach dargestellt, nach wie vor, auch wenn ich kein katholischer Priester geworden bin, trotzdem noch christlichen Grundwerten und Mindestwerten entspreche, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und das haben ja auch genügend Sozi-Prominente auch schon gesagt, im Hinblick auf Merkel und andere Politiker, das finde ich nicht so schlimm. Schlimm ist, wie eigentlich eine Pillepalle, Petitesse zu einem Skandalon hochgeblasen wird. Und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Das Banale wird hochpolitisiert und das politisch Hochwichtige wird marginalisiert. Und nach diesen Systemen läuft das immer ab. Und wir als Alternative, wir sind ja jetzt nicht nur Alternative für Deutschlandmitglieder hier, sondern auch vielleicht interessierte Bürger, wir müssen einfach selber aufhören, uns sozusagen nach den Standardregularien der Konservativen selbst zu bekämpfen. Und die Standardregularien der Konservativen sind, ich stehe da, ich bin zwar nicht links, also rechts, aber der da, der ist noch viel weiter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wir müssen diese Abgrenzung einfach aufhören. Der Grad unserer Verfassungstreue ist unser Grundgesetz. Und derjenige, der sich in diesem Verfassungsbogen aufhält, der ist sozusagen im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den kann man beschimpfen als politischer Gegner, aber wir sollten ihn nicht als Partei, Freund und Parteimitglied selbst beschimpfen. Ich muss noch ganz kurz zwei Fragen stellen, lassen wir auch kurz zu, aber so wie ich Sie verstanden habe, ging es um den Mindestlohn. Wie steht die AfD zum Mindestlohn? Zu der Schere arm reich und ich glaube, das ist was für Guido Reil. Ja, also ich finde beschämend, dass der Mindestlohn im Prinzip das Einzige ist, was so ein Genosse anführen kann, was die denn so geleistet haben an sozialer Gerechtigkeit die letzten 10 Jahre. Sonst fällt dir nichts ein. Ein Mindestlohn, von dem Familienvater nicht seine Familie ernähren kann oder im Prinzip noch aufstocken muss und ein Mindestlohn, von dem noch über 40% weggenommen wird. Da muss man sich erstmal vorstellen, wir müssen endlich wieder Lohngerechtigkeit hinkriegen und wir müssen die Leid- und Zeitarbeit bekämpfen. Die Leid- und Zeitarbeit ist moderne Sklaverei und darum kümmert sich die AfD. Wir fordern eine ganz klare Quote in den Betrieben von 15% und wir wollen auch, dass es aufhört, dass Arbeitsverhältnisse ständig befristet werden und nochmal befristet werden und nochmal befristet werden. Die jungen Menschen brauchen nicht eine Perspektive, um eine Familie zu gründen, um sich zu entwickeln. So, ich möchte jetzt nicht sagen, wer, aber es ist einer von Ihnen dabei, da könnte ich der Klon von sein, was quasi eine Anmaßung wäre. Jetzt könnte ich eine Frage, eine Sache möchte ich Ihnen ansprechen, um vielleicht an der Ebene zu stellen nehmen. Sie haben ein Wahlplakat, da sind 3 Schlagworte drauf. Das fängt oben mit Sicherheit an, dann mit Rechtsstaatlichkeit. Das ist es nicht. Meinungsfreiheit. Was ist das bitte? Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Also Sicherheit ist klar. Sicherheit ist sehr eingeschränkt worden. Ist sehr verspielt, weil die Industrie ständig ausverkauft. Habe ich mir zumindest sagen lassen früher. Vor einem Jahr oder so. Sondern Rechtsstaatlichkeit sehe ich auch im Niedergang. Jetzt, worauf ich es ansprechen wollte, ist das Thema mit der Meinungsfreiheit. Und da sehe ich auch die Pressefreiheit als Stichwort. Und speziell die jüngsten Ereignisse. Wenn ich die Berichterstattung mir angucke, wie lange ich allein forschen muss, um herauszufinden, von wo der Bürger bedroht ist. Zum Beispiel, wenn berichtet werden würde, es hat sich jemand, ein Spaziergänger im Wald befunden, er wurde von einem Tier angegriffen und ist jetzt tot. So, welche Frage möchte der Bürger zuerst beantwortet haben?
Er will wissen, was ist das für eine Art von Tier, vor der ich mich in Acht nehmen muss. So, davor schauen, alle nach. Das ist eben die Frage, wie Ihre Einschätzung dazu ist, wie das sein kann, dass das anscheinend bis in die kleinste Regionalpresse runtergeht, dass so ein Einheitsjournalismus von mir jetzt wahrgenommen wird. Wenn Sie mir da helfen können, das wäre nett. Ja, vielen Dank. Ich fasse die Frage mal ganz kurz zusammen. Es geht um Medienkompetenz im weitesten Sinne. Wurde ja auch schon heute von dem einen oder anderen angerissen. Aber ich glaube, Herr, dazu möchten Sie was sagen. Sehr schwer verstanden, die Frage. Ich weiß nicht warum. Einfach schwer verstanden. Ich habe es nicht richtig verstanden. Wie kommen wir aus diesem medialen Einheitsbrei wieder raus? Wenn ich das so kurz mich artikulieren darf, so habe ich jedenfalls Ihre Frage verstanden, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die medial einseitig ausgerichtet ist und in Sachen Meinungsvielfalt doch immer weiter bestimmt wird. Also, es ist so, ich telefoniere bestimmt fast jeden Tag mit 2, 3 Journalisten, auch der überregionalen Presse, und häufig sind die auch bei mir im Büro, die Redakteure und Journalisten. Und der Witz ist, man kann mit den jetzigen Journalisten sehr intensive politische Gespräche, weil die sind ja in der Regel gar nicht dumm, in der Regel, es gibt gar nicht dumm. Und es macht Spaß, mit denen auch politisch zu diskutieren. Und es zeigt sich immer mehr, dass da auch ein Wandel kommt. Und ich glaube ganz eindeutig, dass der Drehpunkt, wo auch die Medien zu den Herolden der Mächtigen dieser Funktion nicht mehr gerecht werden, dass das auch bald kommt. Und das hat 2 Gründe. Ideologische Gründe und ökonomische Gründe. Die ökonomischen Gründe sind, eine normale Zeitung, die man früher gekauft hat als Abonnent, kaufen immer weniger Leute. Also die Abonnenten werden ganz viel weniger. Wenn die Abonnenten sehr viel weniger werden, dann haben auch die werbetreibende Wirtschaft relativ wenig Lust, dort Anzeigen zu schalten, weil sie das lesen ja nicht mehr so viel. Das heißt, die Preise für die Werbeeinschaltungen wird immer weiter nach unten gehen. Nach normalen Kriterien würde ich sagen, dass die Hälfte der heutigen Printmedien eigentlich schon gar nicht mehr existieren könnten, weil sie ihre Redaktionsbüros eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten können. Das kann man mit Journalisten durchaus besprechen, dass man sagt, diese Einseitigkeit ihrer indoktrinierten Form der Berichterstattung, die ja keine Berichterstattung ist, sondern immer Bewertungen von Vorkommnissen sind, dass sie das am Schluss um Lohn und Brot bringen wird. Jetzt muss man aber wissen, dass die GEZ-Medien 21 Firmen haben, die mit Printmedien kooperieren, sprich Recherchepools sind, das sind GmbHs, und dann dürfen die Printmedien Rechercheergebnisse aus den gebührenbezahlten Recherchepools entnehmen. Das heißt, das ist eine Quersubventionierung der staatlichen Medien auf die freie Print- und Zeitungswirtschaft. Das ist ein Skandal, weil es verdeckt ist. Und das ist, weil es verdeckt ist, müssen wir es dekouvrieren. Und wenn es dann dekouvriert ist, dann werden die Bürger noch weniger diese Produktionen an medialen Erzeugnissen lesen, kaufen und so weiter. Und diese ökonomische Notwendigkeit und die allgemeine Situation auch im politischen Raum wird zu einem Drehpunkt werden, dass auch die Medien umschwenken werden und wieder zu dem zurückkehren werden, was sie nämlich eigentlich sein sollten in einer Demokratie, nämlich die vierte Gewalt. Kontrolleure der politischen Macht. Und wir werden das mit erzwingen, dass das so passiert. Ja, vielen Dank, Herr Renner, für diese Antwort. Und Sie sehen, wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld bedanken. Ich hoffe, es war ein sehr informativer und ein reichhaltiger Abend. Ich hoffe, Sie nehmen viel mit nach Hause, auch in Ihre Familien. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei den Protagonisten. Sie waren ein wunderbares Publikum. Kommt gut nach Hause und nehmen Sie mal Deutschland.